Hallo meine Lieben, willkommen zu einer neuen Folge Shooters Paradise, hier wieder aus dem Bunker von Waffenwessels. Heute geht es um die CZ Scorpion Evo 3 S1 als Pistole, also die kompakteste der drei Versionen ist jetzt da, mit gültigem BKA-Bescheid, allerdings nur für Jäger. Tut mir leid, liebe Sportschützen, wenn ihr auf das Ding Bock habt, müsst ihr wohl einen Jagdschein machen. Die Waffe hat an sich alle Features, die die großen Varianten auch haben. Ist komplett das gleiche quasi, bis auf die Gesamtlänge und die Länge des Laufes. Und natürlich, in Deutschland hat es einen netten Vorteil. Da es eine Pistole ist, gibt es dazu dieses schöne 20-Schuss-Magazin, als bei den anderen längeren Varianten ja nur die 10-Schuss-Magazine sind, da es Langwaffen sind. Bleiben wir direkt hier bei dem Magazin. Finde ich richtig cool gemacht. Wir zoomen mal einmal ran. Halte ich das richtig, Herr Kameramann? Etwas höher, jawohl, so müsstet ihr das sehen. Also richtig cool, 20-Schuss-Magazin mit Sichtfenster fürs Kaliber 9x19 und 9x21. Die Waffe hat insgesamt eine Länge von 61,5 eingeklappt bis 66,5 ausgeklappt. Die Lauflänge ist 196 mm, Gewicht ist 2,55 Kilogramm. Ja, und wie gesagt, auch die Waffe gibt es in dem Format 9x19 und 9x21. So, jetzt gucken wir uns das Ding mal etwas genauer an. Wie gesagt, ist natürlich schon ziemlich cool. Kommt so rüber wie eine Pistole. Super kompakt, super klein. Auch hier gibt es wieder den Klappschaft, den man auch nochmal rausziehen kann. Es ist das bekannte CZ-Visier drauf, was hier oben vierfach verstellbar ist, je nach Entfernung. Hier oben ist eine schöne Rail drauf, an den Seiten sind nochmal Rails, von unten ist eine Rail, also man kann jede Menge Zubehör dran schrauben. Die Rast hier, der Abzug ist genauso katastrophal wie bei allen anderen Modellen, ist aber alles dasselbe. Der Magazinauslöser, sind überall die gleichen Teile verbaut, außer wie gesagt dieser super kurze Lauf und der super kurze Vorderschaft. Das ist so eine Bremsenattrappe, würde ich mal sagen. Also da ist nicht zu erwarten, dass das besonders viel Gas wegnimmt. Richtig cooles Teil, super Qualität, genau wie die anderen Modelle. Was man natürlich sagen muss, ich bin so ungefähr 1,90 groß. Wenn ich das Teil jetzt im Anschlag nehme, ich mache das für euch mal, damit ihr das seht. Also erstmal mit der Hand ist das schon ein bisschen schwierig. Und ja, also sie ist, so cool wie das ist, dass sie kurz ist, wirkt sie für mich im Anschlag nicht besonders bequem. Natürlich werden wir das Ding auch nochmal schießen. So, jetzt wollen wir die kleine Scorpion, also das Pistolenmodell, mal in Action testen. Wie gut kommt man dahinter? Kann man die Visierung scharf stellen, wenn man etwas größer ist, so wie ich? Wie ist der Recoil? Wie eng kriegt man die Gruppen hin? Möchte darauf hinweisen, da ist noch der originale Abzug drin, also ich weiß nicht, knapp 4 Kilo. Wird also deshalb wahrscheinlich nicht so leicht, eine enge Gruppe hinzukriegen. Wir schauen mal. Ja Leute, also ihr habt gesehen, die Gruppe ist doch recht eng, trotz der Geschwindigkeit und des wirklich katastrophalen Abzugs. Es ist erstaunlich, wie gut man selbst mit 1,90 Meter Körpergröße hinter die Waffe kommt. Wenn man also die Backe hier wirklich ganz oben auflegt, ist man super hinter der Visierung. Hätte ich nicht gedacht, muss ich sagen. Macht richtig Spaß zu schießen, super klein, super handlich, super kompakt. Ist also wirklich ein richtig cooles Ding. Leider nur für Jäger erhältlich im Moment, aber an alle Jäger, die sowas cool finden, richtig geiles Gerät. Miep, miep.
Da das ja eine Pistole ist, schießen wir auch wie eine Pistole. Aber erstmal war es das mit der kurzen Vorstellung der neuen Scorpion als Pistole.